Hi, willkommen zurück bei Patricks Finanzen. Ja, knapp 3 Wochen ist es her, seit ich das letzte Video gebracht habe. Da waren wir, als das Video gekommen ist, war ich gerade im Flieger gewesen. Oder, nee, da waren wir kurz bevor wir in den Flieger eingestiegen sind nach Mallorca. Urlaub war mega, mega schön gewesen. Leider wie immer zu kurz. War okay gewesen. Also wir haben einen guten Deal gehabt, schönes Hotel, hat viel Spaß gemacht. Vor allem für die Kleine, also für unsere Tochter war das echt mega mit sehr viel Tanzen und Musik und Spielen und allein das war schon wert gewesen, ne? Aber Urlaub ist vorbei, Ernst des Lebens ist wieder da. Wir müssen noch ein Update machen, also ich schulde euch noch ein Update für Kalenderwoche 14 und 16 und ich habe noch ein bisschen weiter aufgeräumt. Ich habe das Portfolio ein bisschen verschlankt und wir haben ein paar Sachen rausgeworfen. Insgesamt waren es 3 Positionen. Haben was aufgestockt und ja, das schauen wir uns einmal mal gemeinsam an. Also, let's go auf den Screen. Also, Kalenderwoche 14 fangen wir an. Das war bei der, ja, nicht nur bei der Consensbank, aber ja, wir schauen einfach mal. Als erste, Vanguard FTSE All High Dividend Yield. Hat der irgendwie selber investiert? Ich muss schauen. Ich glaube, bei Consensbank gibt es dieses Auto Invest oder sowas. Ich glaube, bei dem Depot habe ich das noch nicht ausgestellt. Deswegen muss ich mal schauen. Dann haben wir investiert. Das war eigentlich nur die Dividende, die da gekommen ist. Die wollte ich einfach gleich reinvestieren. Gleich reingeballert, 23,31 €. Entschuldigung, ich bin direkt krank gewesen, nachdem ich in Urlaub zurückgekommen bin, krank und seitdem krank. Und langsam wird es ein bisschen besser, aber naja, ihr kennt es aus der Vergangenheit. Dauert bei mir ein bisschen. Entschuldigung. So, dann ging es weiter mit Mainstream Capital. Das ist einfach nur reinvestieren, was zurückkommt an Dividenden bei Trading 212. Und habe ich reinvestiert in Mainstream Capital. Da haben wir 15,75, soll bringen 1,64. Ups. Dann ging es weiter mit den Sparplänen bei der Consensbank, Canadian National Rail 25 €, Costco 25 €, Japan Tobacco 25 €, Philip Morris 25 €, Realty Income 25 €, Shin-Etsu Chemicals 25 € und Union Pacific 25 €. Summa summarum 214,55 € minus Gebühren von 2,95 € haben wir 211,60 € investiert in der Kalenderwoche. Und das Ganze soll bringen 8,63 € an Dividenden brutto pro Jahr. So, dann springen wir direkt weiter in die Kalenderwoche 16 und da ging es dann weiter mit Mainstream Capital. War wieder, warte, was Dividende? Da war Dividende von Mainstream Capital ist gekommen. Davor war die Dividende, glaube ich, von Novo Nordisk oder sowas ist gekommen. Das seht ihr dann im Dividenden-Update-Video, ja. Aber auf jeden Fall sind es einfach nur reinvestierte Dividenden. Dann ging es weiter mit Holcim. 148,74 €. Das waren auch Dividenden reinvestiert. Und die sind diesen Monat reingekommen, habe ich direkt in Holz investiert, denn die schütten nächsten Monat nochmal aus und dann nehme ich nochmal ein bisschen Dividenden mit. Ihr seht es insgesamt 6,21 € brutto. Passt eigentlich von den Zeiten her, ne? Also die Schweizer Werte schützen aus März, April, Mai, so ähnlich wie die Deutschen ungefähr. Deswegen ist das jetzt reingekommen hier. Ja? Dann ging es weiter mit den Sparplänen. 3M, Apple und Microsoft, knapp 25 €. 3M habe ich reingenommen, ich möchte die noch ein bisschen ausbauen. Kurse sind attraktiv. Von meinem EK bin ich ein bisschen runtergefahren. Deswegen habe ich gesagt, ja, da können wir die Position noch ein bisschen ausbauen. Ich nehme mir, oder ich bin so frei und nehme mir raus, dass Apple und Microsoft sowieso immer weiterlaufen werden und den dritten Sparplan, meine kommen direkt. Wenn ein bisschen Geld da ist, dann werde ich den entweder bei 3M lassen oder halt immer ein bisschen hin und her switchen, so wie es mir gerade in den Sinn passt. Ja? So, dann gab es Veränderungen und Veränderungen war in dem Sinne gewesen. Ich hatte ja noch ein paar chinesische Werte und das waren einmal Alibaba und Baidu. Und Alibaba, wisst ihr, habe ich ja von 3, 4, 5 Wochen oder so bei Trading 212 habe ich rausgeschossen und ich hatte aber noch welche gehabt, die ich bespart hatte damals bei der Consensbank. Und Alibaba hatte angekündigt gehabt, dass sie aufgesplittet werden wollen oder werden in irgendwie 6 oder 7 Firmen und ich hatte keinen Bock jetzt irgendwie 6 oder 7 Mini-Positionen zu haben, die dann höchstwahrscheinlich nur über einem Stück laufen werden und ich dann jedes Mal für einen Verkauf davon irgendwie 5, 6, 7, 10 Euro bezahlen werde. Deswegen habe ich gesagt, ey, ich verkaufe die mit Verlust, bevor ich da 6 Positionen habe, wo ich 60 Euro Verkaufsgebühren haben werde und noch mehr dran verliere. Dann habe ich gesagt, okay, beiße ich in einen sauren Apfel und ich glaube nicht, dass Alibaba jetzt bis dahin irgendwie 50% steigen wird. Also Verlust war ungefähr 50%. Und habe einfach dann gesagt, okay, dann hauen wir das noch raus. Baidu war das zweite, da war ich irgendwie minus 20, 22%. War nicht viel gewesen, die habe ich auch rausgehauen. Und bei Trading 212 hatte ich noch Mercado Libre. Die liefen ja anfänglich ganz gut, ne? Und dann kam halt natürlich der ganze Krieg und der ganze Mist dazu. Und habe sie jetzt mit knapp minus 10% verkauft. Da kam ein schöner Betrag wieder zurück, auch wenn die Verluste irgendwie 110 € gewesen sind.
Und das habe ich auch wieder reinvestiert. Und das schauen wir uns jetzt an. Und das war jetzt im Folgenden gewesen. Also, wir haben Mercado Libre rausgehauen. Minus 1182,77 sind zurückgekommen. Beziehungsweise, ja, das ist zurückgekommen. 1184,54 minus 1,77 Euro Gebühren. Dividende kriege ich keine, weil Mercado Libre kein Dividendentitel war. Dann haben wir davon gekauft Main Street Capital. Nicht wundern, warum drei, das waren einfach, der hat es in drei Order gesplittet, hätte auch alles zusammen, aber im Endeffekt habe ich einfach genau den Betrag genommen und in Main Street Capital investiert. Und ihr seht, es hat mehr oder weniger geklappt, dass ich auf fast 100 Stück gekommen bin und ich werde die 100 voll machen im nächsten Monat mit der Dividende, die reinkommt von Main Street Capital und werde auch die Position dann sozusagen voll haben und werde da nicht weiter investieren, weil 100 Stück reichen dann echt. Das seht ihr gleich bei der, ups, das seht ihr gleich bei der bei Portfolio Performance und der Aufteilung, als auch bei DiviDiary gleich, ja, also kleinen Moment. Und dann, wie gesagt, hatte ich ja noch gehabt Baidu rausgehauen, als auch Alibaba rausgehauen und summa summarum habe ich investiert in der Kalender, wo wir haben, minus 182,89, hatte 18,09 € Gebühren, also habe ich keine Rendite in dem Sinne. aber ich kriege ja Dividenden neu rein, vor allem bei Main Street Capital, und das sollen wir dann bringen, 88,26 € in der Kalenderwoche. Ja. So, wenn wir jetzt mal Invest per Kalenderwoche anschauen, dann wären wir so ungefähr bei 42%, glaube ich, momentan, was gut liegt. Ich habe jetzt leider schon etwas eingetragen, das sollte ich jetzt nicht sehen, aber wir liegen auf jeden Fall im Voraus von den Zielen her. Ja. So, dann springen wir mal zu Portfolio Performance gleich. Erstmal zu DiviDiary. Depotwert laut DiviDiary sind 84,65. Ich glaube, bei Portfolio Performance sind es ein bisschen mehr. Kann ich ein bisschen heller machen? So, jetzt sieht es doch besser aus. Ihr seht aber, was passiert ist. Main Street Capital ist dadurch meine höchst zahlende Dividenden, oder mein höchst zahlender Dividendenwert mit insgesamt 9,19% von Dividenden, die ich von Main Street Capital bekommen soll. Deswegen sage ich auch, die Position ist für mich voll mit 100 Stück, das reicht mir. Und Main Street Capital soll mir jetzt bringen knapp 17,40 €, je nach Dollar-Wechselkurs natürlich, an monatlichen Dividenden. Das ist natürlich sehr schön, das ist fast ein, ja, ist jetzt kein 25-Euro-Sparplan, aber halt bei der Consorsbank kann man zum Beispiel ab 10 € schon besparen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, dann kommt Telefonica, Shell, Allianz, Imperial Brands, Swiss Re und so weiter und so weiter. Dividendenrendite auf den Einstandswert interessiert uns, weil auf den aktuellen Wert ist es egal, 3,28%. Und die jährliche Netto-Dividende ist bei 2671. Hier haben wir jetzt eine größere Diskrepanz. Ja, brutto haben wir die 3000 geknackt. Ja, aber brutto interessiert mich einen feuchten Furz, denn Steuern müssen bezahlt werden. Und ja, apropos Steuern, ich habe die Steuererklärung zurückbekommen nach. Also ich habe sie im November eingereicht gehabt, letzten Jahres, und jetzt kam sie, während wir im Urlaub gewesen sind, zurück. Positive News, wir werden nicht mehr zahlen müssen, als es eigentlich schon in der Vorauszahlung drin war. Und wir haben sogar noch ein kleines Guthaben, also es sind irgendwie 400 € oder so, sorry, 400 Franken weniger, als wir gedacht haben, beziehungsweise die noch Guthaben waren vom Vorjahr. Und das freut uns sehr. Und das zahlen wir jetzt fertig, zahlen einfach jeden Monat einen Betrag. Und dann ist das, glaube ich, in 3 Monaten abgehakt und dann fangen wir direkt die Zahlung für dieses Jahr an, damit wir so vorauskommen. Und irgendwann nächstes Jahr sollten wir da angekommen sein, dass wir das gesamte Jahr Anfang des Jahres gezahlt haben können. Also ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon klappen wird, aber im Laufe des Jahres auf jeden Fall. Und dann ab 2025, also 2024, 2025, wird es auf jeden Fall so sein, dass wir die Steuern immer am besten im Bulk einfach fürs ganze Jahr vorauszahlen werden, damit wir diesen blöden Mist für danach nicht mehr haben werden. Also das ist der Plan auf jeden Fall. So, mit diesen ganzen Investments und Ummodelei und Verkauf und Kauf sind wir jetzt bei einer Netto-Dividende im Monat von durchschnittlich 227,63 € laut Dividendary angekommen. Für alle, die Dividendary testen wollen, ist es kostenlos für die Sparfuchs-Variante. Also hier oben, wer hättet ihr Sparfuchs, wenn ihr kostenlos Variante habt? Wenn ihr diese ganzen Features haben wollt, hier, was ihr jetzt seht, sind es, glaube ich, 5,95 € oder 65 das ganze Jahr gesehen. Und dann hättet ihr Aristokratenfunktion. Unter anderem sehr geil ist auch hier, seht ihr, ob irgendwelche Dividenden gesteigert oder zum Beispiel bei der Vonovia verringert worden sind. Costco hat gerade die Dividende erhöht, was sehr schön ist, um 13,33%. Das hört man auf jeden Fall sehr gerne. Und so eine Sachen halt, ne? Jo. Dann gehen wir nochmal zurück auf mein Depot. Und hier, und so sieht's aus. Also nächster Monat wird auf jeden Fall sehr interessant.
hier die Dividendenrendite meines Depots oder unseres Depots im letzten Jahr. Und ja, noch viele, viele Features könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr lustig seid und das ausprobieren wollt. Also wie gesagt, die kostenlose Variante ist auch schon sehr geil, nur halt diese Übersicht werdet ihr haben. Das werdet ihr nicht haben. Nährliche Netto-Dividende werdet ihr, also ihr könnt nicht zwischen Netto und Brutto umschalten, aber ihr habt einen Depotwert, ihr habt hier so einen Überblick und das ist auch ganz cool. Also ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen. So, dann Portfolio Performance. Wo bist du? Ist hier. So sieht das Depot jetzt aus. Ihr seht, größte Position ist immer noch Royal Dutch Shell mit 6%, gefolgt von der Allianz, dann Apple, dann Swiss Re, Luxor S&P 500 ETF und dann haben wir jetzt an der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Position Main Street Capital. Wie gesagt, da werden jetzt 0,3 Stück noch dazukommen oder wie immer, damit es genau 100 sind. Und dann bleibt die Position so und soll einfach nur noch Geld generieren und Dividenden reinbringen. Und das Geld habe ich mich, glaube ich, fast zu, sagen wir mal, 98% entschieden, wird dann in NextEra investiert, damit die Position langsam wächst, weil da habe ich auch schon lange nicht mehr reingemacht. Und ich möchte einfach so gesehen, dass Main Street Capital wird die andere Position hochbringen, die ich bei Trading 212 habe. Gibt immer noch eine kostenlose Aktie, unten findet ihr Links, ne? Wenn ihr ein Konto aufmacht. So, was wir lange nicht mehr angeschaut haben, ist, wo ist die Tausendergrenze? Und die war ja mal hier gewesen, so. Und mittlerweile sind wir jetzt, schaut mal hier, bei Caterpillar knapp 1020. Es geht immer weiter nach rechts, ja. Also Rio Tinto ist knapp drunter, ja, eigentlich drüber, aber der Kurs ist ein bisschen gefallen. Können wir auch vielleicht mal nach Diageo als nächstes. Wobei Diageo besparen wir, glaube ich, momentan nicht. Exxon besparen wir auch momentan nicht. AMD ist bei auch nicht. Holcim haben wir jetzt ein bisschen erhöht. Ja, also da Next Era brauchen wir knapp 300. Das wird ein bisschen dauern. Also in einem knappen Jahr wäre es schon da, sage ich mal so. Vielleicht noch ein bisschen Performance oder so. Und ja, vielleicht in einem Jahr haben wir Next Era dann auch bei 1000 Euro. Ja. Ja, und die anderen kleinen, das dauert halt noch ein bisschen. Ne? So, Performance. Wird ein bisschen längeres Video, weil wir haben jetzt über 3 Wochen jetzt zusammen. Also, Performance sieht wie folgt aus. Wir haben heute den 21. genau. Depot 86,5 und ein bisschen zerquetschte, knapp 4,8 im Plus. Aktuelle Performance Month to Date im März haben wir 1,4% plus, Year to Date 6,8% plus. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist, ja. Dann Branchenaufteilung, jetzt haben wir ein bisschen geändert, ne? Ihr seht, die ETFs sind 8,81%, der Rest sind Aktien. Konsum ist immer noch an erster Stelle, 23,68%. Finanzen sind dann gestiegen auf 21,23%, wobei Finanzen, das ist. Ich habe hier Visa, ich habe gut, Sberbank, vergesse es, das ist ja nichts mehr wert. Also warum da noch 300 geführt ist, keine Ahnung, ist null. Dann Main Street Capital mit knapp 3.600 Euro, dann kommt Allianz, dann kommt Ping An, Münchner Rück und Swiss Re. Also an sich Bank habe ich nur die kaputte Sberbank oder nichts, die wertlose Sberbank. Ansonsten habe ich eigentlich nur Finanzdienstleistungen, Main Capital, Visa ist ja keine Bank, aber ja, Finanzdienstleistungen, Kreditkarte und der Rest sind Versicherungen. Ne? So, dann haben wir Tech 9,41, Energie, oh, sorry, Energie ist größer, 9,58, dann kommt Tech, dann kommt Telekommunikation 5,9, Pharma 5,02 und dann das ganze andere Zeug. Oh, IT 4,3%, 4,03. Regionaufteilung, Nordamerika 53,48, Europa 42,74, Asien ist natürlich weiter geschrumpft jetzt haben wir nur noch 3,78% und Mittel- und Südamerika ist weg mit Mercado Libre, hasta la vista, Baby. Und Anlagekategorien, wie gesagt, ETF 8,62, Krypto 1,07, hat ein bisschen angezogen wieder, lag kurzzeitig über 1000 Euro, die ETH und BTC, also Bitcoin und Ethereum. Jetzt ist es knapp wieder drunter gefallen, also da geht es wieder auf und ab. P2P unverändert, da gehen einfach nur die Zinsen kommen rein. Ich glaube im Monat knapp 3 Euro oder so. Also 10 Cent am Tag kriege ich an P2P. Aber es läuft und ich lasse es einfach liegen und gut ist. Und Aktien 89,04% Wachstum. Davon sind vom Gesamtportfolio 5,58 und Main Street Capital ist 4,11%. Ja. So, und das war's gewesen. Vielen lieben Dank. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht werde ich noch weiter aufräumen, mal gucken. Wobei eigentlich jetzt bin ich ganz happy so. Ich weiß nicht, wie viele Positionen ich habe. Könnt ihr mal vielleicht pausieren und einfach durchzählen, wenn ihr lustig seid. Ja, ich weiß es echt nicht. Also irgendwas um die 60 müssen es sein. Ne? Aber ist gut, dass ich das jetzt rausgehauen habe. Wie gesagt, Alibaba war, ich hatte keinen Bock auf diese 6 Unterfirmen, die da irgendwann gesplittet werden, wenn das gesplittet wird. Aber ich habe gesagt, ach, raus damit und gut ist. Ne? Und für mich habe ich auch, wie gesagt, auch gesagt, ich möchte keine neuen Werte mehr rein.
nehmen ins Depot, die mir keine Dividenden zahlen. Also ich möchte wirklich Dividendenstrategie fahren und Wachstumswerte, die ich habe, die behalte ich eventuell. Also so Amazon und Alphabet, die lasse ich drin, da werde ich nichts mitmachen. Eventuell irgendwann, wenn wieder Geld da sein sollte, baue ich die mal weiter aus. Das Einzige, was mich wirklich jucken würde, ist das da. Monster. Das juckt mich echt schon seit Monaten, aber ja, ich habe momentan kein Geld für Wachstumswert. Ist so. Ja. So, das war's gewesen. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Bleibt gesund und schreibt doch gerne runter, ob ihr irgendwas verändert habt, wie viel investiert ihr. Ja, und hoffe, es geht euch gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace. Ciao.